Hallo, ich bin der Heinrich. Ich habe leider einen Tumor zwischen Magen- und Bauchspeicheldrüsen und damit einen abgedruckten Zwölffingerdarm und kann daher nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Ich war jetzt seit dem März bis vor einem Monat in der Chemotherapie, die ist fertig therapiert. Andere Therapien gibt es nicht mehr. Das heißt, solange die nur venöse Ernährung aushält, solange lebe ich halt und dann ist es irgendwann einmal aus. Also das Wohnmobil ist eine geniale Idee. Ich habe aber eigentlich gar nicht daran gedacht, weil ich nicht geglaubt habe, dass ich so schlecht nur benannt bin. Und die Idee kam von der Palliativbeauftragten im Krankenhaus Schärding. Und da war ich natürlich sofort dabei, das ist eh klar. Ja, es ist ein Genusstag. Alleine die Umgebung, die Seilbahnfahrt, ich war früher in meiner Jugend Bergsteiger. Ich fühle mich richtig wohl. Also was Schönes gibt es eigentlich gar nicht. Wir haben uns auch so kennengelernt, sollte man nicht glauben, über das Internet. Ich habe sie angeschrieben, weil sie die einzige nicht aufgemaschelte war. Die ist ganz normal am Kucheltisch gesessen wie die liebe Oma und hat gleich dazu geschrieben, sie ist im Körper behindert. Wie ich das erste Mal zu ihr rausgefahren bin, nach einer Stunde sind wir schon Arm in Arm auf der Bank gesessen. Also das war in die Augen geschaut und das hat hingehauen vor einem Moment am anderen bei uns beide. Und das sind zwar erst 2,5 Jahre, aber eine wunderschöne Zeit. Und das ist das, was mir am meisten weh tut, dass ich nicht für sie da sein kann, sondern sie ist eigentlich nie betreut, wenn es da ist. Aber das kann man halt nicht ändern, aber sie ist ein wirklicher Engel. Der Sinn des Lebens ist eigentlich, was zu tun, wo man darauf zurückblicken kann, dass man möglichst viel erlebt hat, weil Wissen und Erlebnisse kann da keiner wegnehmen. Geld kann da jeder wegnehmen, aber was du einmal gelernt hast, was du gesehen hast, das nimmt da niemand weg. Und was Sinnvolles tun. Eben was tun, wo ich dann sagen kann, ich habe was da in meinem Leben, was irgendwen was gebracht hat. Ich würde mir gern wünschen, das klingt egoistisch, aber es ist logisch, dass ich noch möglichst lang lebe. In geistiger Gesundheit, dass ich über meine Aktivitäten bestimmen kann. Das Zweite, dass mein Sohn, der ein sehr engagierter Student ist, der ist im Moment in Norwegen auf der Uni, dass dem gut geht in ihrem Leben. Und vor allem, dass meiner Lebenspartnerin auch noch lang gut geht und dass das halt irgendwann einmal verkraften wird, wenn es mich nimmer mehr gibt. Vielen Dank an alle, die das organisiert haben, weil das ist seit Monaten einer der schönsten Tage. Das ist wirklich ein Genuss heute.